Das Fahrgebiet. Gaudem ist der Ausgangspunkt für ihren Bootsurlaub. Der Ort liegt im Seengebiet von de Flüssen und de Morra. Außerdem grenzt Gaudem an das Waldgebiet des Kasterlandes und auch das Eiselmeer ist schnell zu erreichen. Die in der Eiszeit entstandenen Erhebungen verleihen dieser Region einen hügelartigen Charakter. Hinderlopen wird in Friesisch Hilpen genannt. Die Gegend ist überdies ideal für Fahrradtouren entlang Naturgebieten und Seen. Hinderlopen wird in Friesisch Hilpen genannt. Bekannt geworden ist Hinderlopen als Seefahrer- und Fischerstädtchen. Typisch sind die eigene Kleidertracht, die eigene Sprache sowie die hölzernen Brücken über die schmalen Grachten und die pittoreske Architektur. Ausgangshafen nach dem Eiselmeer, wichtiges Wassersportzentrum und Badeort. Es ist beinahe nur mit unseren Hausbooten möglich, vom Binnenland her nach Hinderlopen zu gelangen. Staveren ist die älteste Stadt Frieslands. Sie wurde bereits im Jahre 313 vor Christus erwähnt. Einst eine berühmte Königs- und Hansestadt, wurde der Ort durch Kriege und Überschwemmungen mehrmals zerstört. Heute ist Staveren ein wichtiges Einfallstor für den Wassersport und gleichzeitig Frieslands äußerster Südwestpunkt. Wolkum ist die 9. der 11 Städte Frieslands. Die Blütezeit von Wolkum begann im 14. Jahrhundert. Wolkum war eine wichtige Handels- und Hafenstadt. Im 17. Jahrhundert versandete jedoch der Hafen und Wolkum versank in einen dornröschen Schlaf und mit dem Reichtum war ebenfalls vorbei. Leeuwarde. Das meist auffallende Gebäude im Stadtkern ist die Bonifatiuskerk. Dieses neogotische Bauwerk aus dem 19. Jahrhundert liegt am Forstweg. Die Hauptstadt von Friesland hat ein historisches Stadtkern mit alten Grachten, schönen Einkaufsstraßen und geselligen Kneipen und Cafés. Wahrzeichen der Stadt ist der Olderhof, der schiefe Turm von Leeuwarde aus dem 16. Jahrhundert, der im Sommer erklommen werden kann. Snake. Snitz. Nicht zuletzt durch das verzierte und monumentale Wassertor wird Snake auch die Wassertorstadt genannt. Die Stadt ist das Zentrum für alle Wassersportler. Bei einem Stadtrundgang sollte man dem Friesischen Schifffahrtsmuseum einen Besuch abstatten. Im Zentrum von Snake pulsiert das Leben. Man findet im Stadtkern zudem zahlreiche Restaurants und Läden. Im Sommer ist jeden Dienstag Markt. Balk. Das gesellige Zentrum von Balk erreicht man über die Lütz. Die Lütz ist ein schmaler Kanal. Die Brücken werden nur zu bestimmten Zeiten und noch von Hand bedient. Wenn man weiterfährt, gelangt man auf das Slotermeer und nach Sloten. Sloten.
Schloten ist die kleinste Stadt in Friesland. Der Ort ist noch stets von einer Stadtmauer umgeben. Es sind noch zwei Wassertüren vorhanden und die Mühle ist schon aus der Ferne sichtbar. Die Gracht im Zentrum ist von Linden umgeben. Im Wasser spiegeln sich die schönen Giebel der historischen Häuser. Jeden Freitagabend, im Sommer ab 20 Uhr, wird die Kanone bei der Mühle abgefeuert. Dies geschieht mit viel Trara und Musik. Hech. Hech hat eine reiche Geschichte und erlangte nach 1660 große Bekanntheit durch den Aalhandel mit London. Gemäß einem alten Gesetz konnten die Aalschiffe aus Hech zwischen Dover und Billingsgate kostenlos anlegen. Das heutige Hech, zwischen prächtigen Seen gelegen, hat sich zu einem bevorzugten Waschesportort gemausert. Die Restaurants und Vergnügungslokale am Wasser und das Nachtleben haben bei vielen Waschesportlern nachhaltige Eindrücke hinterlassen. Die Torfroute, die sich zu einem großen Teil in Friesland befindet, ist durch die Torfgewinnung in den Moorgebieten von Groningen und Drenthe entstanden. Ab dem 16. Jahrhundert wurde bereits Torf abgebaut, der auch abtransportiert werden musste. Es entstand ein weit verzweigtes Kanalsystem und eine blühende Binnenschifffahrt. Die Torfroute nimmt im Norden der Niederlande einen einzigartigen Platz ein. Es ist eine durchgehende Fahrroute zwischen dem friesischen Seengebiet und der Drenthe Hochfahrt. Hier hat das Kanalsystem wiederum Anschluss an Waschensportgebiete von Overijssel und Groningen. Auf der Fahrt müssen zahlreiche Brücken und Schleusen passiert werden. Entlang oder indirekt Umgebung der Torfroute findet man interessante Dörfer. Viel Abwechslung, Natur pur und schöne Fahrradwege gibt es kostenlos dazu. Die Torfroute kann von Schiffen bis zu einer Länge von höchstens 28 Metern und einer Breite von höchstens 5 Metern befahren werden. Damit die Torfroute befahrbar bleibt und nicht bei jeder Brücke Brückengeld bezahlt werden muss, muss eine Vignette zum Preis von 15 Euro gekauft werden. Damit sind alle Brücken- und Schleusengelder abgegolten. Fußgängerbrücken. Zwischen Horredijk und der Dammschleuse befinden sich 10 kleine Brücken und Stege. Diese müssen selbst bedient werden. In der Urlaubszeit sind Schüler gerne bereit, gegen eine kleine Vergütung die Brücken zu bedienen. Naturgebiet de Weerribben. Dieses Naturgebiet ist mit dem etwas westlich gelegenen Wieden als Nationalpark ausgewiesen. Es ist ein Ried-, Torf- und Heugebiet, das sich in den Händen der Naturschutzbehörden befindet. Es gibt verschiedene Fazilitäten für Erholungssuchende sowie Liegeplätze und Möglichkeiten für Fischer. Giethoorn. Giethoorn wird auch Venedig des Nordens genannt. Das Dorf hat internationale Anziehungskraft und verzeichnet jährlich über 1 Million Touristen. Beinahe jeder Niederländer kennt dann auch dieses pittoreske Dorf mit seinen malerischen Grachten. Ein Tag in Giethoorn ist immer ein Erlebnis. Steenwijk. Steenwijk liegt quasi auf der Grenze von zwei Welten. Es gibt einerseits Wald- und Heidelandschaften, andererseits Morast- und Seengebiete. Der historische Charakter der Innenstadt ruft Erinnerungen an die Vergangenheit wach, als sich Steenwijk zu einem wichtigen Markt- und Handelszentrum entwickelte. Automatische Brücken in Overijssel. Sobald Ihr Boot vom Auge der Kamera erfasst wird, wird die Brücke für die Öffnung vorbereitet. Die Brücke öffnet sich und die Ampeln schalten auf grün. Nach der Durchfahrt wird das Boot wiederum von einer Kamera erfasst und die Brücke schließt automatisch. Zum Schluss. Die Einrichtung der Boote kann unterschiedlich sein. Auch die Farben können variieren. Die Bootsnamen sind ebenfalls variabel. Sie können jedoch keine Rechte an den gezeigten Bildern ableiten. Sie müssen vor Abfahrt eine Kaution hinterlegen. Wenn Sie das Boot schadenfrei zurückbringen, erhalten Sie die Kaution retour.